Irgendwie nicht. Wenn du Cappy wirfst und dann ZL drückst. Und dann mache ich nur eine Stampfattacke. Warte. Nö. ZR? Oder. Oder nochmal den Cappy-Knopf. Also, Iomi kannst du auf jeden Fall auch nach vorne diven in der Luft. Aber das kann doch eigentlich nicht sein, dass sie das hier erwarten, um da dran zu kommen, oder? Das ist sicher eine einfache Methode später. Weil das, also, ist natürlich machbar, aber ist natürlich schon ein bisschen tricky. Oh, der Chef hat mich übertrieben, als er meinte, ihr wärt hartnäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde der Familie der Brudels alle Ehre machen und euch ausmerzen. Welcher war das denn? Der Huti. War das mit der Erste? Ich erinnere mich gar nicht mehr an den. Ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, wann der genau kam, aber... Jo. Huch! Das ist random für Danganronpa-Muck im Hintergrund. Ach, die verschwinden gar nicht, oder? Doch? Doch, wenn sie umgegenknallen. Ah. Als ob du ihn einfach nicht getroffen hast. Warum habe ich nur noch ein Leben? Weil du nicht geheilt hast nach dem letzten Kampf. Oh. Das ist schlecht. Wo hätte ich heilen können? Wahrscheinlich in der Kiste neben dir. Ist das so eine Glückssache, ob man den hier erwischt? Einfach den richtigen Hut erwischen. Nein, ich wollte gerade noch wegspringen. Kirito, danke schön für 9 Monate Treue. Warum hast du mich eigentlich nicht aufgehalten? So nach dem Motto, wie wär's, wenn du dich erstmal heilen gehst? Weil ich nicht aufgepasst habe. Ach so. Das ist schlecht. Was habe ich in deinen Skill geglaubt? Das glaube ich dir nicht. Aber warum glaubst du nicht, dass ich an was glaube? Weil es gelogen war. Du hast es einfach nur vergessen. Steh wenigstens dazu. I believed in you. Nein. Ah, wobei, nee, du kannst sogar sehen, in welchem Hut er drin ist. War das jetzt gerade Backseat Gaming? War das jetzt gerade Spoiler? Nein, das war einfach nur eine Anmerkung. Also, eigentlich? Oh. Der Hut, der, wo er drin ist, der geht nicht kaputt. Aber woran hast du es gerade gesehen? Was genau jetzt? In welchem Hut er drin ist. Du siehst es halt, wenn er sich da verwandelt. Ach so, aber das musst du halt dir dann merken. Ja. Aber du siehst es halt visuell nicht. Nee, nee. Wobei? Muss gleich nochmal genau drauf achten. Meine Güte, das kommt aber auch echt schnell, ne? Sobald es auf dem Boden zu sehen ist, macht er... So geil. Macht er den sofort. Mhm. Ach schade, du bist schon besiegt. Wieso schade? Ich wollte gerade noch mal gucken, ob sich sein Hut, wo er drin ist, nicht so schnell dreht wie die anderen Hüte. Mhm. Aber und dafür du daran erkennst, ob er in dem drin ist oder nicht. Aber dafür müsstest du ja aufpassen, das ist ja nicht so deine Stärke. Ja doch. Bin ich sehr gut drin. Aber wo muss denn der komische Buddha überhaupt noch hin? Moment, ich hole jetzt erstmal kurz den Mond. Ich habe aus dem Augenwinkel einfach nur von Gracie gelesen, ich kann Jan nicht töten. Und war so... Wait. Das ist gut. Abrechnung in Bowsers Festung. Es sieht einfach aus wie so ein riesiger Spielplatz. Also, ein sehr tödlicher Spielplatz, aber... Ob ich mit der Hilfe des Buddhas da irgendwo hochkomme. Das Springen ist, glaube ich, nicht gerade seine Stärke. Nee, aber wo kommt denn der komische Buddha hin? Ich sehe halt nirgendwo eine Plattform für den. Aber Tatsache ist, hier steht er halt nicht so gut. Hier alles tanzt. Und die werden ihn ja wohl kaum dahinstellen, wenn man ihn nicht braucht. Hast du irgendwas für den Buddha gesehen? Spontan nicht. Ja, aber wie gesagt, der muss doch irgendwo hin.
Woggle, no! Wobei ich gar nicht mehr genau weiß, welche Kombination das war. Die Kapitänsmütze und die Badehose. Okay. Bei Gelegenheit. Du hast jetzt eine Gelegenheit. Du hast hier von der Richtung einen Strip-Punkt, wollte ich sagen. Einen. Also jetzt die Stange dafür. Ich würde gerne die Welt noch in dem Outfit abschließen und danach. Da oben ist auch so ein Dingsi. Mhm. Also wir haben den Buddha. Wir haben da oben das Dach mit dem Dingsi und wir haben da das Dach mit den Münzen. Und ich weiß irgendwie nicht, was ich mit den ganzen Sachen machen soll. Aber ich will damit irgendwas machen. Oh, das war nicht so, wie ich es haben wollte. Ich möchte hier jetzt nicht weggehen, ohne die ganzen Sachen mal ausprobiert zu haben, die ich da die ganze Zeit sehe, aber irgendwie klappt das nicht. Jan, gib mir Hilfestellung. Für die beiden Dächer und den Buddha. Also für die Dächer, hätte ich gesagt, wirklich diesen Dive, den du machen kannst. Ja, aber du weißt nicht, auf welchem Knopf der ist. Nee. Und ich finde den auch echt schwierig. Da glitzert was. Oder muss der da hin? Oder war ich gerade dumm? Oh, da glitzert doch was. Mhm. Habe ich irgendwie Ultra-Instinkt mit der Statue? Der Buddha sieht Sachen, die du nicht siehst. Ich muss vielleicht eine Runde drehen einmal. Hm. Aber mehr ist hier nicht. Auf der anderen Seite kommt der, da kommt er ja hin. Er ist halt nur nicht der Schnellste, es tut mir leid. Wie schnell wärst du denn, wenn du die ganze Zeit nur hüpfen könntest und nicht laufen? Hm. Kartoffel stampfen! Kartoffelstampfer mal anders. Aber es kann doch nicht sein, dass hier nur Münzen in der Erde sind. Habt ihr einen guten Namen für den Buddha? Der wahrscheinlich kein Buddha ist, aber. Jizo. Nun, also hätte ich vielleicht Feuer gebrauchen können. Ist der echt nur für Geld da? Oh, wir haben noch einen Stay Hydrated im Chat. Ja. Moment, wenn ich an meinem Ziel angekommen bin. Was ist dein Ziel? Irgendwo hier oben. Ach so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt mich auch nicht weiter. Ich denke mal, er ist nur dafür da für das Megaherz. Dann habe ich ihn jetzt hier abgestellt. Die Frage ist, gibt es da hinten Vögel, die ich einfach mitnehmen kann? Das wäre die einfache Variante. Da kann ich auch noch aufs Dach, aber... So. Attacke! Vögelchen sind schon süß. Doch. Könnten sie nur mal rasieren. Das ist einfach so geil, wie hier die ganzen Fahnenstangen tanzen. Das ist ein Takt der Musik einfach richtig am Party machen. Ja. So. Ich war schon fast. Nein. Nein. Vogelbärt, kannst du... Wenn der aufhört, despawnt der, wenn er wieder zu sich kommt. Aber ich kriege ihn da nicht weg! Nee, keine Sofort Chance. Sofort wegbewegen? Nee, geht nicht. Du bist zu nah dran. Wow, danke für nichts, Spiel. Vor allen Dingen, wieso geht er als Vogel da rein?
Also ich meine, wenn ich meine Mütze dagegen werfe, klar, aber ich war ja der Vogel. Wieso? Also, das ergibt für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Naja. Was wollte ich jetzt sagen? Wo habe ich angesetzt? Ach ja, dass ich irgendwie wieder Lust auf Okami kriege, wenn ich das sehe. Können Sie nicht mal einen neuen Teil machen? Und damit meine ich nicht Okamiden oder Okamiden auf die PS4 oder PS5 bringen? Weil wenn man halt Okami gewöhnt ist für die PlayStation 4 oder auch schon für die PlayStation 3, dann ist Okamiden auf dem DS halt schon ein bisschen anderes Feeling. So. Wo bin ich hier? Die wollen battlen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen mich alle tot sehen, aber ich verstehe gar nicht, wieso. Du hast ihren Bruder getötet. Und machst immer weiter. Jo! Hauke, dann soll er endlich die Chance dafür kriegen. Es wäre so cool. Ich habe ja Okamiden nicht gespielt. Ich sollte mal, ich weiß. Aber es ist natürlich, wenn du so ein bisschen, wie gesagt, die Konsolen-Okami-Teile gewohnt bist, dann ist natürlich Okamiden, unabhängig davon, ob das Gameplay cool ist und alles, schon auch irgendwo ein Downgrade, ne? Deswegen, da würde ich mich schon drüber freuen. Ich habe ihn weggeschoben. Gerade so noch. Mhm. Okay. Huch. Du schwörst, ich war rechtzeitig weg. You're too slow. Aber als ob da in diesen ganzen Blöcken nichts drin ist. Vielleicht beim allerletzten. Nope. Da war nichts drin. Aber ich habe zumindest was bekommen. Ist halt die Frage, ob man auch alle Blöcke kaputt machen musste oder ob es das quasi nur für die wild gewordenen Blockies war. Der Treppengrauser. Okay, ein kleiner Challenge-Raum quasi nochmal. Anflug! Flup. Huch, wo bin ich? Unten. Ganz unten. Rolling, rolling, rolling. So, jetzt sind wir hier. Da muss ich den Leuten natürlich erstmal aufs Dach steigen, wie sich das gehört. Mhm. Kann eigentlich irgendwer lesen, was da steht? Oder für was das Zeichen ist? Geld. Für Geld? Geld. Du weißt es aber nicht. Nein. Aber die Antwort ist immer Geld. Ja. Was ist los? Wer das liest, ist doof. Mmh. Huch. Da ist noch so eine lustige Spur. Ah, wahrscheinlich die hier. Ich gucke aber erstmal noch auf der anderen Seite. Wer hat da Stacheln hingebaut? Jemand, der nicht möchte, dass du drüber springst. Ich meine, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt vor. Es ist nur zu deinem Schutz. Ah, guck mal, da sind noch Münzen. Komme ich da überhaupt dran? So,
So, und dann wollte ich noch mal noch ganz oben. Ich sagte nach ganz oben. Um zu sehen, dass da nichts ist. Aber ein paar Vögelchen. Na gut. Oh, cool. Schon, und oben auf dem Dach ist auch noch was. Hinter Gittern gefunden. Das heißt, ich komme hier aber sonst auch nicht raus? Denke nicht. Oh, okay. Das ist jemand eine frühe Serie, die hieß Hinter Gittern, oder? Der Frauenknast? Ja. Mhm. Bin ich jemals geguckt? Nein. Okay. Warum ich sollte ich? Ich weiß nicht. Voll dein Geschmack. Was? Warum? Es geht um Frauen und um Knast. Ja, ich wiederhole mich. Warum? Was da draußen rumschreit. Und? Vielleicht waren die Handwerker, die draußen rumschreien sind, aber es war nur Marty. Hm. So. Ah ja, jetzt bin ich hier. Mhm. Bei diesen ganzen Dächern muss man echt immer sehr vorsichtig gucken, ob hier irgendwo was hängt. Oder unterm Dach versteckt ist. Ja. Kann halt potenziell immer sein, ne? Mhm. Aber ich glaube, hier auf dem Dach habe ich so langsam alles. War ja auf jeden Fall auch, glaube ich, wieder 6 Münzen und ein Mond. Ja, die Dächer bieten extrem viele Versteckmöglichkeiten. Da musst du halt echt teilweise stehen bleiben und erstmal die Kamera drehen. Um überhaupt alles. Warum ist da irgendwo im Nirgendwo so ein Stück Mauer? Hm? Okay, da ist noch ein Felsen, der ist fürs Postgame. Dann würde ich mich jetzt ganz gerne erstmal umgucken. Kann ich mich eigentlich auch in die andere Richtung drehen? Warum auch immer da einfach ein Stück Mauer ist. Wenn ich hier nochmal kurz so gucke, ob ich spontan irgendwie was übersehen habe. Auch das ist auch noch passend, so ein Stück Mauer. Okay. Was haben wir denn da? Der Vogel hier vorne will mich offensichtlicherweise. Oh, da sind Kois. Cool. Da. Die Sache ist, ich habe immer so das Gefühl, dass mir diese Fernrohre gar nicht so viel nutzen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich sehe da potenziell was, aber die Hälfte irgendwie auch nicht. Und wenn ich was sehe, weiß ich nicht, wie ich drankomme. Deswegen ist es immer nett für die Aussicht. Aha. Moment, ich hole mir kurz Wasser. Hier war doch irgendwo noch... Also nicht Wasser, ihr wisst schon. War hier nicht irgendwo Luft? Eine Arschbombe war gemacht, das kam Luft. Ach so. I'll be back. Also wenn ich nicht gerade Keep Clear suche auf der Straße, dann laufe ich lieber durch die Gegend, als durchs Fernrohr zu gucken. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Nee. Nun. Dass ein Vogel ertrinkt. Das war nicht meine Intention. Aber er kommt bestimmt zurück. Nein! Meine Güte! So. Hier ist aber alles aus Dings.
Und da an der Wand mich entlang zu pieksen, glaube ich nicht, weil ich habe ja nichts gesehen. Ich konnte es auch sprengen, ne? Hier kann ich auch noch mal potenziell abtauchen. Mhm. Wenn ich gerade kein Vogel bin. Aber cool mit diesem Wasserbecken. Aber hier muss ich weiter. Da muss ich leider doch noch mal kurz den Vogel hier lassen. Ja, das mit den Kois ist total schön. Aber ich glaube, hier ist eventuell sogar nichts im Wasser. Glaube nicht. Na gut. Jo. Was ist schon mit Ali los im Chat? Hat man ihm wieder Zucker gegeben? Gib dem Affen Zucker? Hast du Ali gerade als Affen bezeichnet? Vielleicht. Aha. Moment, war das so schlau, das über Eck zu machen? Wahrscheinlich nicht. Das war echt gut gemacht. Nice. Ich habe wirklich zu viel Zucker heute gegessen. Oh nein! War es wenigstens lecker? So purer Zucker? Ja. Ich würde aber hier nochmal den kurz umbringen. Das ist aber echt gemein von dir. Ein bisschen. Hier würde ich auch hochkommen. Ich glaube, ich verzichte. Also, durch das Bomben muss ich da hoch. Oder ich gehe einfach hier wieder durch. Oder auch nicht. Warum hast du jetzt gelacht? Ich weiß nicht. Habe ich dir das erlaubt? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Du hast mir eine Erlaubnis vom Stream gegeben. Warum stehe ich jetzt wieder hier? Weil du die Fahne da hinten nie berührt hast. Welche Fahne? Die da vorne. Als ob ich die nicht berührt habe. Nö. Aber sie ist doch markiert. Ja, aber danach hast du die andere Fahne wieder berührt. Weiter hinten. Was? Ja, ist okay. Also Punkt 1. Wieso habe ich die Fahne nicht berührt? Wahrscheinlich, weil ich hinten aufs Dach gestiegen bin und vorne wieder runtergekommen bin. Punkt 2. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich die Fahne nicht berührt habe? Voll nicht Backstreet Game. Als ob! Du hast es auch vergessen! Mir ist mir auch vorhin schon aufgefallen, dass du dich berührt hast, aber ich dachte, mir wird schon nicht so schlimm sein. Geh weg. Das finde ich jetzt gemein von dir. Du Backseat Games mich immer, wenn ich es nicht möchte, und wenn ich es möchte, machst du es nicht. Ja. Entscheide dich mal. Ich? Und ich habe irgendwie ein Problem damit, diese Vögel mit meinem Hut zu treffen? So dass sie mich dann immer pieksen. Dann auf ins Gefecht. So. Um Gottes Willen. Du kannst schon mal vorangehen. Da ist auch noch ein Vordach. Und da. Nein, gehen Sie weg. Können wir da bitte nicht... Wie tief ist das denn? Können wir da bitte nicht drüber reden? Okay. Starte ich jetzt schon wieder da ganz hinten? Nur so auf dem halben Wege.
Weil du die Fahne da oben nicht mitgenommen hast. Was habe ich denn mit den Fahnen? Ich weiß nicht, irgendwie übersiehst du die ständig. Wieso sagst du nichts? Ich will nicht Backseat gehen. Ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst mir sagen, wenn da Fahnen sind. Okay. Aber du tust es einfach nicht. Direkt auf der Treppe, wo du gerade warst, war eine. Deswegen muss ich dir jetzt die Schuld geben, obwohl du keine Schuld hast. Dann veresse ich gleich den Kuchen. Ich hoffe, wenn dann nur dein Stück. Ja, alles. Und jetzt kommen wieder so die Leute. Warum gibst du Jan für alles die Schuld, wenn du selber schlecht bist? Wollt ihr wissen, wieso? Vorhin, nach dem Essen, lagen wir auf der Couch und haben entspannt, ne, so wie man das halt nach dem Verdauen potenziell macht. Und plötzlich höre ich nur von Jan, oh, mir ist ein Stück Rotze aus der Nase gefallen. Ich glaube, es ist auf dir drauf gelandet. Und jetzt wundert ihr euch noch, warum ich Jan heute für alles die Schuld gebe? Ich glaube nicht. Da musst du nicht verfahren. Guten Hunger, Leo. Aber die türkische Oma, die hast du jetzt unterschlagen. Ja, die auch. Als du random eingeschlafen bist und mich nur angucktest und dann plötzlich meintest, hast du die türkische Oma in unser Bad gelassen? Und ich nur so, was stimmt mit dir nicht? Und die Story von gerade kam dann danach. Nein! Wenn du hier so einmal in den Abgrund wirfst, dann kriegst du die andere vielleicht auch noch. Manno! Aber ja, ich wollte mich nur auf der Couch entspannen und wurde nicht nur von Jans seltsamen Sekundenträumen geplagt, sondern auch noch von anderen Attentaten. Ja, guck mal. Hat funktioniert. Hätte man mit Sicherheit sehr viel eleganter machen können, ja. Das wäre langweilig. Aber ich wollte euch eine Methode zeigen, die ihr alle perfekt zu Hause nachmachen könnt. Cool. Danke, Kollege. Dafür erlöse ich dich von deinen Sünden. Oder auch nicht. Oh. Man kann nicht alles haben, wa? So. Oh. Kirt, danke schön, dass du 6 Subs verschenkt hast. Super lieb von dir, danke schön. Da war mein Mond. Flupp.